Willkommen Freunde zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr euren PC-Bildschirm auf euer Handy übertragen könnt und den ganzen PC von eurem Handy aus fernsteuern könnt. Um jetzt also zu starten, gehen wir in die Google-Suche und geben Chrome Remote Desktop ein und gehen hier auf den ersten Link. Überprüft nochmal, dass hier wirklich remote-desktop.google.com/access steht und schaut auch, dass ihr hier auf dem Remote-Zugriff-Tab seid. Um jetzt den Remote-Zugriff einzurichten, gehen wir hier auf den Download-Button und werden schon in den Chrome Web Store geleitet. Hier gehen wir dann auf Hinzufügen, lesen uns noch die ganzen Berechtigungen, die Remote Desktop braucht, durch und gehen auf Erweiterung hinzufügen. Nun müssen wir hier eine kleine .msi-Datei herunterladen. Dazu gehen wir einfach auf Speichern. Nun haben wir das Ganze heruntergeladen und gehen auf Akzeptieren und Installieren. Nun müssen wir hier oben noch auf Ja gehen, um Chrome sozusagen die Berechtigung zu geben, um diese ganze Anwendung hier zu starten. Nun müssen wir das Dialogfeld mit Ja bestätigen und nun können wir unserem PC schon einen beliebigen Namen geben und legen einen sechsstelligen PIN, der aus Ziffern, also Zahlen besteht, fest. Und ja, mein PIN lautet 123456. Nun machen wir hier noch das Häkchen weg und gehen auf Starten. Das nächste Dialogfeld müssen wir auch wieder mit Ja bestätigen und nun wird das Ganze gestartet. Nun müssen wir an unserem Handy den Play Store öffnen und nach Remote Desktop suchen. Hier gehen wir auf Chrome Remote Desktop und gehen auf Installieren. Wenn ihr die App dann installiert habt, geht ihr auf die drei Balken und stellt sicher, dass ihr genau das gleiche Konto ausgewählt habt wie am PC. Nun sollte hier euer PC erscheinen. Ich habe ihn hier Petruschki genannt, also heißt dieser Eintrag hier auch Petruschki. Hier gehen wir drauf und nun wird die Verbindung hergestellt. Wir müssen nun unseren sechsstelligen PIN eingeben und nun wird unser Bildschirm schon übertragen. Ich empfehle euch, die Rotationssperre auszustellen, sodass ihr euer Handy ins Querformat legen könnt. Falls ihr zwei Bildschirme habt und nicht die ganze Zeit in eurem Bildschirm herumzoomen möchtet, dann drückt an eurem PC die Tastenkombination Windows und P und geht auf Duplizieren. Nun wird euch am Handy nur noch ein Bildschirm angezeigt. Hier könnt ihr trotzdem noch hereinzoomen und herauszoomen und die Maus mit eurem Finger steuern. Wenn ihr euer Handy jetzt als Tastatur verwenden möchtet, dann scrollt etwas von oben nach unten und geht hier auf das Tastatursymbol. Nun könnt ihr hier auf eurer Smartphone-Tastatur schreiben und alle Eingaben werden auf den PC übertragen. Wenn ihr die Übertragung nun beenden möchtet, dann könnt ihr auf Freigabe beenden gehen und ihr werdet aus der Übertragung am Smartphone rausgeschmissen. Wenn ihr jetzt euren zweiten Bildschirm wieder zurückhaben möchtet, drückt ihr wieder Windows und P und geht auf Erweitern. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und hier in der Infocard könnt ihr euch gerne noch passend zu diesem Video ein Video zum Aufnehmen des Bildschirms am Smartphone ansehen.